Deborah Knopp, Innenpolitik-Expertin der Tageszeitung Österreich, in der Causa Eurofighter. Da tut sich seit gefühlten Jahrzehnten immer wieder so Stück für Stück etwas Neues und auch jetzt wieder. Es gibt eine neue Sachverhaltsdarstellung aufgrund eines anonymen Whistleblowers, der nun behauptet, zu wissen, an wen tatsächlich jetzt Geld geflossen sei im Zuge dieser Bestechungsaffäre rund um den Eurofighter-Kauf. Was genau ist denn da jetzt das aktuellste Update? Also das aktuellste an der Geschichte ist, dass es eine grüne Anfrage Beantwortung, also eine grüne Anfrage von einem Parlamentarier an die grüne Justizministerin Alma Sadic gegeben hat und die jetzt beantwortet wurde. Und da ging es eben genau darum, um Geldflüsse in dieser ganzen Eurofighter-Causa, die uns ja tatsächlich seit Jahrzehnten mittlerweile beschäftigt, nicht nur gefühlt. Da wird eben ein Name auch genannt. Da geht es eben darum, dass anscheinend 1,5 Millionen Euro geflossen sein sollen an eine Dame, die immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit Geldflüssen, und das ist die Elisabeth Kaufmann-Bruckberger. Ich muss wie immer dazu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, es laufen Ermittlungen in dieser Sache. Der Vorwurf ist, dass sie Geld von Eurofighter über eine Tochterfirma und eine Briefkastenfirma bekommen haben soll, aber nicht für sich selbst, sondern das dann wieder weitergetragen haben soll. Anscheinend auch davon etwas abgezwackt haben soll. Es geht konkret um 1,5 Millionen, 100.000 scheinen bei ihr geblieben zu sein oder woanders hingeflossen zu sein. Und so ist jetzt derzeit die Lage, und es geht wie immer um diese ganzen Schmiergeldgeschäfte, Gegengeschäfte, Korruption, die offensichtlich im Zuge dieses Eurofighter-Kaufs passiert sind und die bis heute nicht aufgeklärt sind. Im Zuge eines gerichtlichen Vergleichs hat Airbus in den USA ja bereits zugegeben, dass Schmiergeldzahlungen geflossen sein sollen, an konkret, wenn ich richtig informiert bin, 14 Personen. Allerdings will man nicht wirklich mit der Sprache rausrücken, an wen tatsächlich geflossen ist. Verteidigungsministerin Claudia Tanner wollte das im Zuge eines klärenden Gesprächs mit Airbus in Erfahrung bringen. Allerdings, da gab es eine Absage. Was hat diese Absage jetzt konkret für den Fall zu bedeuten? Wie ist denn jetzt davon auszugehen, dass Claudia Tanner da weiter agiert? Es ist immer wieder die Rede von einer Zivilklage, die sie jetzt möglicherweise einbringen könnte. Mhm. Also möglicherweise war die Hoffnung, dass man sich doch noch irgendwie am Verhandlungstisch einigen kann mit Eurofighter. Da ist sozusagen die Version des Verteidigungsministeriums. Airbus wollte sich nicht an den Tisch setzen mit der Verteidigungsministerin, jedenfalls nicht unter ihren Bedingungen. Soweit ist es verbrieft. Airbus wollte anscheinend ein Vier-Augen-Gespräch, oder ein Vertreter von Airbus wollte anscheinend ein Vier-Augen-Gespräch mit der Ministerin. Da hat sie gesagt, das will sie nicht. Sie will volle Transparenz. Sie möchte die Wehrsprecher aller Parteien, aller Parlamentsparteien einbeziehen. Sie möchte Wolfgang Peschorn von der Finanzprokuratur einbeziehen. Und das hat Airbus wiederum abgelehnt. Also das ist mehrmals hin und her gegangen, auch gestern noch einmal nach diesem Presseauftritt, nach diesem Pressestatement von Claudia Tanner, wo sie eben gesagt hat, es ist ja jetzt der Geduldsfaden gerissen. Und ja, das deutet natürlich sehr darauf hin, dass das jetzt alles noch weiter in Richtung Gerichte geht. Es laufen ja eben, wie gesagt, schon Ermittlungen. Es gibt ja auch die bekannte Anzeige vom früheren Verteidigungsminister, jetzigen Landeshauptmann Doskozil, gegen Airbus, der ja auch das Recht eindrücklich geschildert hat, wie er da sozusagen an den ÖVP-Justizvertretern vorbei agiert hat. Also da sind die Gerichte schon lange mit diesen Geschäften beschäftigt. So, jetzt haben wir es, genau. Und es hat zwar Alma Sadic, die Justizministerin, jetzt einmal vor einiger Zeit gesagt, es wird bald zur Anklage kommen. Da ist sie dann aber allerdings auch schnell wieder zurückgerudert. Also wir werden sehen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte uns dieser Kauf und den Abfangjägern noch beschäftigen wird. Ganz kurz nur jetzt zum Schluss noch die Frage, ganz persönlich deine Meinung, was denkst du, wie viele Jahre zu den Jahrzehnten, die uns das jetzt ohnehin schon beschäftigt, wird das noch laufen? Wird das jemals ein Ende finden, ein gütliches? Ein gütliches weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall noch viele Jahre dauern, weil selbst wenn es zeitnah angeklagt wird, dann
heißt das ja noch lange nicht, dass es dann ein Urteil gibt. Das heißt, wenn die Gerichte damit beschäftigt sind, bis dann einmal Verhandlungen angesetzt sind, bis Zeugen geladen sind, bis man dann vielleicht das einmal aufgeklärt hat, bis es dann wirklich ein Urteil gibt. Ich sage nur, siehe Buwok, und das ist jetzt auch schon lange, aber noch nicht so lange her, und der Prozess läuft jetzt, glaube ich, schon 1,5 Jahre und Urteil noch nicht in Sicht. Also das sind alles hochkomplexe Angelegenheiten, vor allem auch, weil man ja auf die Hilfe des Auslands angewiesen ist in diesen Causen.